Ich blicke mich mal nach weiteren Türen, aber auch Dach- und Kellerluken um. Ja, du erkennst wohl, das ist wirklich, also wenn du nach oben guckst, klar, das Ding hat wohl auch einen Heuboden. Du kannst die Treppe dazu jetzt nicht erkennen, die wird wohl irgendwo in dem Bauernhaus noch sein. Guckst dich in der Küche ein bisschen um und wenn du dann durch die Tür schreitest in Richtung der Waschküche mit dem Zuber, kannst du wohl hinter dem Zuber erkennen, wie da eine Luke ist aus Holz, die nach unten führt. Und davor liegt noch ein Teppich, der. Ja gut, wenn du rein willst, kannst du die Luke nicht wirklich verbergen, kannst den Teppich nicht wirklich nachziehen. Nur wenn du halt oben schon stehst, aber gut. Haben sie den Zuber wirklich gut vorgestellt. Schaut mal hier, da hinter dem Zuber. Geht's hinab? Mein Keller. Wir müssen nachsehen. Da ich dein Schmucknachversteck. Wer geht zuerst? Ach, ich sag doch, ich mach die Klappe auf. 3, 2, 1. Ich werfe die Klappe auf. Ja, Klappe auf, kannst dann vor dir so eine kleine Stiege erkennen, wo es dann in so einen Kriechkeller geht. Und wenn du dann mal nachsiehst, so langsam nach unten gehst, mit dem Schwert gezogen, kannst du mit dem Licht, was dann von oben durch diese Bodenplatten, durch diese Holzdielen fällt, kannst du erkennen, wie ganz in der Ecke unter der Küche jemand sitzt. Und zwar sind das zwei, drei Personen. Zwei Frauen und ein Kind, was da verängstigt sitzt, und du kannst auch sehen, wie da wohl eine Ziege steht, die dich aus ihren ekelhaften Augen angeglotzt. Ich nehme meinen neuen leuchtenden Effort-Anhänger in die Hand und bescheine die Leute mal, um sie besser sehen zu können. Beiden Frauen nehmen die Hände hoch. Wir sind unbewaffnet. Bitte, bitte tut uns nichts. Wer seid ihr? Uns gehört das, Haus. Ich bin Leta und das ist Charine. War ja zum Gruße. Wir wollen euch kein Leid zufügen. Seid unbesorgt. Wir sind nicht eure Feinde. Habt ihr euch hier vor den Besatzern versteckt? Ja. Ja. Ja, natürlich. Uns gehört das Haus. Wir wurden überfallen und wir haben gesehen, dass es im Norden von Romulus brennt. Und dann hat mein Mann gesagt, dass ich nach unten soll. Und dann haben wir uns versteckt mit den Nachbarn und. Mein Mann ist weg. Na, und jetzt. Ich weiß nicht, was da drin vor sich geht, aber wir leben hier und versuchen nicht aufzufallen. Wir haben gesehen, dass das hier kommt und sind dann schnell nach unten geflohen. Wo sind denn eure Nachbarn? Naja, also, ihr könnt doch sehen, hier, du kannst sehen, wie, wenn du dich mal neben Isarun hockst, sie deutet so ein bisschen auf diese ältere Frau, die Ziege so ein bisschen den Mund zuhält, damit sie nicht rummäht. Oder rumblökt. Deutet dann auf die ältere Dame, das ist die Nachbarin. Blätter und Hose. Verstehe. Und wo habt ihr euren Mann zuletzt gesehen? Er wollte nach dem Rechten schauen. Er ist in Richtung Süden gelaufen, zum Tor, zum Zollanwärter Tor und wollte sich dann erkundigen, was dort drüben los ist und woher die ganzen Soldaten kommen. Wir haben Rauchsäulen auch im Norden gesehen. Das ist allerdings schon ein paar Wochen her. Ihr tut gut daran, euch zu verstecken, und ihr solltet es auch weiter tun. Wir müssen in die Stadt hinein. Kennt ihr einen geheimen Weg? Ein Geheimweg. Oh. Ja, klar. Da jeder Bauer auch die geheimen Schmugglerwege kennt. Oder kennt ihr jemanden, Und Fragen kostet der nichts. etwas kennen könnte? Leute, die vielleicht eher dem lichtscheuen Gesindel zuzurechnen wären? Also, sie schaut so ein bisschen zweifelnd, könnt so Menschenkenntnis würfeln, könnt ihr alle machen, wenn ihr da unten im Kriechkeller steht. Ist natürlich gerade ein bisschen schwer mit dieser dunklen, schummrigen Licht, dass man da dann auch so Menschen Gesichtszüge erkennen kann und deuten kann, aber na gut, jetzt steht ein Bannstrahler und ein Pfeil des Lichts, also Weißmagier vor euch und ihr fragt nach Lichtschirm im Gesindel, also da will man die Kontakte nicht wirklich offenbaren. Nein, der Raya-Geweihte mit dem Elfenbeinsymbol in der Hand, fragt sie.
Naja, um ehrlich zu sein, ich habe ja schon gefragt. Gute Frau, seid unbesorgt, ich bin nicht hinter euren Nachbarn oder sonstigen Bekanntschaften her. Aber hier geht es um die Sicherheit des Reiches und ihr müsst unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Also wenn ihr jemanden kennt, dann tut es um des Reiches willen. Also wir haben mein Mann hat einen Bekannten, der arbeitet, glaube ich, bei einem Fuhrunternehmen oder bei einem Stellmacher und der kennt wohl einen Tunnel, der dann unter dem Fluss durchführt. Aber da muss man erstmal nach Neu-Romulus rein. Das ist ja hochinteressant. Stellmacher. Name? Und wo finde ich ihn? Ich weiß nicht, er sitzt irgendwo in Neu-Romulus am Brunnenplatz. Ein Stellmacher am Brunnenplatz. Das sollte nicht zu schwer zu finden sein. Nun, sag doch, wo sind überhaupt unsere Travia-gefälligen Manieren, wenn wir schon in euer Haus eindringen? Wie ist euer Name noch gleich? Ich hatte ihn schon genannt. Ich bin Leta Toberin und das ist Charina Strellmacher. Sie gehört, wie gesagt, zu dem Bauernhaus, was 300 Meter in die Richtung ist. Sehr angenehm, ich bin Jarl Angreifenmund. Das ist meine Leiterin dieser Rund von Sporwissen. Euch ist bekannt, dass die Stadt gefallen ist, ja? Ja, das vermuten wir. Aber ja, Travia an allen Ehren, dann wollen wir uns nicht nach oben bequemen oder ist das zu gefährlich? Derzeit wohl nicht. Ich denke, wir können wohl. Sorgt nur dafür, dass diese Ziege nicht losläuft. Jawohl, werde ich machen. Hält weiter den Mund zu und geht dann gemeinsam wieder mit dem kleinen Kind an der Hand dann noch wieder nach oben, sodass ihr wieder in der Waschküche steht. Könnt euch ein bisschen umsehen. Wie gesagt, es riecht gerade nach frisch gemachter Wäsche, also von Geheimhaltung oder sowas. Das würde man dann wohl auch erkennen. Sie haben sich so ein bisschen damit arrangiert und sind dann eben auch gastfreundlich. Können dann hinter einer kleinen Luke in der Küche dann auch frisch gemachtes Brot herausholen und dann mit salziger Butter bestrichen euch dann zumindest etwas anbieten. Brot und Wasser. Und damit dann Travia ehren. So dass ihr dann allesamt in der Küche sitzt. Während dann auch Abelmir und Rafim vom Bauern des Bootes irgendwann wieder nach drinnen kommen, haben dann wohl festgestellt, dass die anderen alle drin sind. Ihr dürft mir mal bitte eine Zimmermannsprobe ablegen. Oder Holzbearbeitung. Sorry, hab ich nicht. Ich habe beides, hier im Holzbauen ist höher. Rafim, Holzbearbeitung ist ein Basis-Talent. Ach so, soll ich wirklich würfeln? Ich würde mir, eigentlich würde ich gar nicht helfen wollen. Aber gut, von mir aus. Ja. Ja, Junge. Ja, gute Eigenschaften. Was? Du kannst elf nicht, aber. Obis. Aber erst mal maulen. Ja, kannst du Abel mir so ein bisschen helfen? Hat er wohl die Nägel irgendwie, ist unzufrieden mit den Nägeln, dass sie schon rostig sind und er wird jetzt am liebsten nochmal in die Schmiede rennen und neue Nägel fertigen, aber gut, sein Konstruktionswahn treibt ihn da so ein bisschen in den Wahnsinn und du kannst ihm dann einfach so eine Schelle links und rechts geben und ihn dann so zur Raison rufen. Die rostigen Nägel werden schon halten. Aber das Ding, was ich da vor mir sehe, glaube ich, dass das schwimmt oder fliegt uns das bei jeder Art von Seegang oder hier Flussgang in dem Fall auseinander? Also, das ist abhängig von der Bootefahrenprobe. Also, es sieht schon ziemlich schäbig aus. Es sieht richtig schäbig aus. Also, wenn ihr damit gegen eine Brücke fahrt, gegen die Pfeiler, dann bricht das auseinander. Ihr habt übrigens noch so ein Loch hinten reingebohrt und so eine provisorische Finne gebastelt zum Steuern. Eine Ruderfinne. Pinne, wie auch immer. Trägt das überhaupt 6 Leute und einen Bären? Den Bären wahrscheinlich nicht. Der Bär ist nicht so schwer. Ach so, ist nicht im Vergleich zum 120 Kilo Raffin. Vielleicht. Hallo, 190? Ach, das wird schon gehen. Wir müssen uns nur flach hinlegen, wahrscheinlich. Ja, also ihr steht dann so ein bisschen Arme verschränkt vor diesem Ding. Also ihr würdet es nicht als Boot bezeichnen, eher als Holzding. Und stellt dann fest, dass wohl alle irgendwie drin sind. Und ja, wo sind jetzt die anderen? Es riecht halt nach Brot, es riecht nach frisch gemachter Wäsche. Was hat Isarun da drinnen wieder gemacht? Wo sind die denn hin schon wieder? Ich sag, oder sagen wir fünf, ja, Keras. Keras ist die Hausfrau. So ein Hausgeweihter hat schon was. 5 Kreuzer, die machen da drin irgendeine Scheiße, von der ich gar nichts wissen will. Ach, weißt du was? 10 Kreuzer. Wir sollten nachschauen. Was für Schwierigkeiten die sich hier gebracht haben. Warum sagst du solche Sachen?
Ich bin halt vorsichtig. Ja. Du kennst doch Yarlan. Ja, bestimmt Inzen da drin, 15 Paktierer, 3 Dämonen und was weiß ich für eine Scheiße. Ja, wenn ihr reinkommt, für dich, 5 für mich. Wenn ihr reinkommt, total verschwitzt, stinkend, ekelhaft, könnt ihr sehen, wie zwei Frauen auch erstmal die Hände hochheben und abwehrend, entschuldigend dann an die Wand weichen. Wir haben nichts gemacht, ehrlich nicht. Abelmir, kündigt euch doch an, klopft an und putzt euch die Füße ab. Das ist in meinem Hurasreich nicht üblich. Ich schau mal auf meine Schuhe. Ihr müsst wirklich entschuldigen, Frau Leta. Unsere Begleiter haben manchmal keine Manieren. Sind wollt aber im Grunde relativ ehrlich. Wollt ihr denn, dass Travio euch die nächsten 7 Jahre mit versalzener Suppe verflucht? Ich schaue mich verwirrt zu Raphim um. Wären es 15 Dämonen und 3 vermannte Söldner oder sonst irgendwas gewesen, wäre es besser gewesen, als mir diese Rede anzuhören. Das tut uns furchtbar leid, liebe Dame, dass wir so in euer Haus eingedrungen sind. Aber mir hat einfach kein Benehmen. Ja, genau. Ich gehe nochmal zurück und trete nochmal die Schuhe ab. Verzeiht. Ihr seid? Ich bin die Bäuerin hier, das ist mein Hof. Leta und das ist Charine. Ah, ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Yarlan, wie immer seid ihr pflegehaft. Ihr hättet uns vorstellen können. Wir wollten euch nicht unterbrechen in eurem Ingrim gefälligen Werk. Nun, also das Ding sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Es ist nicht der Standard, das ist richtig, aber es wird wohl, denke ich, halten fürs Erste. Hätte ich uns mehr Zeit. Und vernünftiges Werkzeug. Sagt einmal, Frau Leta, ihr habt nicht zufällig einen Nachbarn, der ab und zu auf einem Boot auf den Fluss fährt, oder? Naja, Nachbar, die wenigsten trauen sich das. Wir haben natürlich einige Fische, aber die sitzen natürlich auch auf der entweder anderen Flussseite oder im Inneren von Neuromilis. Verstehe. Also auf der anderen Flussseite gibt es aber tatsächlich Leute, die Fischerhütten besitzen und eben auch Boote. Gibt es wohl, ja, aber das sind dann nur sehr, sehr mutige Männer, die sich dann trauen oder die dann schon seit Äonen einen Familienpakt mit dem grauen Mann haben. Und das behaupten sie das. Ihr zuckt eine Augenbraue, wenn sie Pakt sagt. Nun, gleich viel. Ihr könnt euch wohl sehr glücklich schätzen, dass die Besatzer sich bislang nicht aus der Stadt gewagt haben. Das haben sie. Wirklich? Seht mir mehr. Naja, so, Sie sind schon auch patrouilliert hier, die Straße hoch. Wir haben uns dann, wie gesagt, versteckt. Wir trauen uns dann nur noch für wenige Minuten dann aus dem Haus und haben dann nur noch das Nötigste dann von den Feldern geholt, damit wir dann uns sowas wie Brot backen können oder so. Aber früher oder später wird das Getreide eingehen bei der Sonne. Und früher oder später, nehme ich an, werden sie kommen, um es zu holen, wenn die Vorräte der Stadt ausgehen. Gleich viel, wann kamen sie zuletzt hier vorbei? Dann ging das los. Ja, Anfang Ingrim war das, nachdem wir diese riesige schwarze Wolke gesehen haben. Anfang Ingrim standen sie auf der anderen Flussseite und hatten dann mit ihren Truppen den Marsch gen Romulus fortgesetzt. Nein, gute Frau, wann kam zuletzt eine Patrouille hier vorbei? 2 Tagen. Und kamen sie auch wieder zurück? Ja. Und wie kommen oft? Verzeiht ihr. Ihr könnt, jedenfalls, wie oft patrouillieren die Netter hier vorbei? Unregelmäßig. Sie sind wohl den Travias regelmäßigen Gesetzen nicht unterlegen, sondern tun, wie es in den alten Sagen heißt, dass sie unstet sind und immer dann rausgehen, wenn ihnen danach ist. Sie sind Paktierer. Konntet ihr sehen, wie viele es in etwa sind? Auch unregelmäßig. Ich glaube meistens mit einer Gruppe von 10 Mann ungefähr. Frauen haben wir auch gesehen. Mittlerweile sind zum Glück die Fliegen weg. Dann mögen die Götter euch segnen, das ist eine sehr wichtige Information. Moment, Fliegen? Ja, okay. Was meint ihr mit Fliegen? Naja. Kurz nachdem dann die... Das wollte ich euch ja gerade erzählen, aber ihr hattet mich ja unterbrochen.
Dieses Geierbanner wurde dann Anfang Ingrim auf dem Palast gehisst. Und dann kamen die anderen Leute wieder. Ich glaube, das müsste eigentlich das Reichsheer gewesen sein. Die haben sich dann aber wieder zurückgezogen. In Richtung Westen sind die gegangen. Das war wohl das Heer von Fürstin Irmegunde. Zumindest hatten wir ihre Banner gesehen. Und dann sind sie wieder geflohen. Und dann begann es mit den Fliegen. Die ganze Stadt brummte und summte von ihnen. Das war vor ungefähr 2 Wochen. Seitdem schlafen wir schlecht. Ja, es ist tatsächlich ganz schön schlimm mit dem Schlafen. Sohn, könnt ihr euch darauf einen Reim machen? Wir hatten ja auch schon einmal Schlafprobleme. Meinte ihr auf die Fliegen? Sie werden natürlich mit dem Herrn der Rastlosigkeit assoziiert. Aber unter anderem. Nicht nur. Ja, natürlich, nicht nur. Aber wozu sind sie hier gewesen? Immerhin. Nun, ich vermute, es ist ein Kollateralschaden eines Rituals vielleicht. Eine dämonische Manifestation, die an die ganze Stadt entfliegen hüllt, wäre ein sehr großes Ritual, denkt ihr nicht? Nun, ich denke, ein solches Ritual ist notwendig, wenn man vorhat, ein solches Heiligtum der Herrin Travia zu entweihen. Denkt ihr wirklich, draußen im Westen gibt es noch ein Heer? Ich könnte jetzt wohl erkennen, wie sich der kleine Junge löst von seiner Mutter, also die etwas jüngere Dame, die jetzt da vor euch saß und so ein bisschen rumgestromert ist, löst er sich wohl und tritt dann auf Kiaras zu. Ja. Wartet, bis du dich so ein bisschen dann zu ihm gedreht hast und dann tritt er dir volle Kanne ans Schienbein. Du bist gar nicht vom Bannstrahl. Dann schlägt er dir mit seiner Hand eine Backpfeife. Guter Junge, gib's ihm. Der Junge sieht aus, als könnte er mal zum Bannstrahl gehören. Ich geh zu dem Jungen hin. Ja, du bekommst ein TP. Wenn du eine Rüstung hast, dann kannst du abziehen, aber... Ich geh auf den Jungen zu. Heb ihn hoch. Ja, für ihn pass jetzt gut auf. Guter Junge, machst du das nochmal, reiß ich dir den Kopf ab und schmeiß dich in den Fluss. Mit Zwillen, ich stütze aus meinem Stuhl. Rafim, lass den Jungen runter! Der Junge greift dein Adligen an. Und das könnt ihr einfach so hinnehmen, als Bauer. Als Preuersgeweihter solltet ihr die Standesordnung wahren. Lass meinen Jungen runter! Lass erstmal den Jungen runter. Oh, ich lass ihn fallen. Ja, sie trommelt dann auch währenddessen so ein bisschen auf deine Oberarme. Wenn wir ihr Ziel erkennen, oder ich werde es tun. Dann stand, kann Kiaras wohl selbst verteidigen. Das hat er aber nicht zu müssen. Geht und kümmert euch um euer Floß. Ihr habt euch noch nicht entschuldigt. Gute Junge. Frau, habt ihr euer Kind denn nun unter Kontrolle oder nicht? Lennart, müssen wir das tun? Geh in dein Zimmer, hopp. Kannst mich mal. Läuft er aus der Küche raus, durch die Waschküche, irgendwo. Ja, poltert dann durch das Bauernhaus. Also mit dem Betragen ist er wirklich gut im Bannstrahl aufgehoben. Vielleicht hilft ein Rohrstock. Erst einmal, Magistra, ouch. Naja, ihr seid ja schon kein gewöhnlicher Bannstrahler. Schaut euch mal an, mit wem ihr hier rumreist. Du kannst sehen, wie die ältere Dame jetzt auf dich zutritt. Sie tritt dann ja direkt vor dich und spuckt dir ins Gesicht. Mir? Was, wem jetzt? Dir, Isarun. Und ihr habt unsere Tür eingetreten. Oh, ich wisch mir erstmal die Spucke aus dem Gesicht und guck sie fassungslos an. Ich kann echt nicht glauben, dass so eine Bäuerin sich das gerade gewagt hat. Herr Karinor, würdet ihr mir folgen? Da draußen ist ein Floß, das ihr euch schon ansehen solltet. Ja, ich nehme Herrn Karinor und führe ihn mal nach draußen. Ich folge solch ihm. Gesindel solltet ihr euch nicht abgeben. Und noch Harmonie und feigst like, leicht. Das färbt nur ab. Ich verbeuge mich nochmal beim Herausgehen vor den Bauern. Habe ich hier meinen Platz verloren? Also ungläubig im Raum. Sind denn alle wahnsinnig geworden? Offensichtlich. Ihr da, Frau Scharina, sagt mal, was fällt euch eigentlich ein?
Was glaubt ihr eigentlich, was wir durchgemacht haben in den letzten Wochen und Monaten? Dass wir hier überhaupt auf freundliche oder vermeintlich freundliche Leute getroffen sind, das grenzt schon beinahe an ein göttliches Wunder. Was glaubt ihr, mit was wir für Leuten wir hier immer rechnen müssen? Und ihr regt euch über eine blöde Tür auf? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Gut, gut. Oh. Ich zieh mein Schwert. Yep. Erschlagt sie. Frau Leta, tretet bitte zurück. Sie tritt zurück und, ja. Die andere schaut immer noch sehr böse, funkelnd, streitsüchtig zu euch, also Charine. Alte Dame, würdest du sagen, unter dem Kopftuch vielleicht 60, 65 Jahre. Erschlagt sie. Estra? Ja, Leiden ja. Wie vor, tun wir? Ignifaxias Flammenstrahl. Wenn auch immer ihr irgendwelche Einflüsterungen oder Eingebungen hört, hört nicht darauf. Ich werde etwas versuchen, das ich noch nicht versucht habe. Brech die Krastfreundschaft. Ich möchte direkt neben die alte Nachbarin treten und von dort aus einen Guardianum wirken. Kiaras, wusstest du, dass Abel mir Pferde getötet hat? Moment, was? Abel mir hat Pferde getötet. Ihm die Kehle aufgeschnitten. Ich drehe mich mal so irgendwie so um, wer da gerade redet. Ah, nicht sowas schon wieder. Ey, Kiaras, das Floß ist dort. Abelmir, Rafim. Ja. Wenn ihr Stimmen hört, hört nicht darauf. Wir sind offensichtlich entdeckt worden vom Feind. Brich die Gastfreundschaft und ich belohne euch. Du kannst mich mal kreuzweise, ich werde gar nichts brechen. Ich nehme mir mal die Frau am Arm, also nicht die alte, sondern die junge. Sorry, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Irina, richtig? Leta. Leta. Warum gehen wir nicht und schauen nach eurem Sohn? Meine. Die Magistra hat das hier im Griff, ja? Ja, ihr könnt sehen, wie sich wohl eine kleine Kuppel um Isarun spannt, die dann so ein bisschen Bauernhaus, die Küche ausfüllt und dann unsichtbar wird. Schiebt die Leta erstmal in den nächsten Raum. Genau, also Isarun wirbelt dann halt ihren Zauberstab wiederum, spricht Venustate Defendiamor und dann kommt ein Guardianum gegen Dämonen hervor. Und worauf es mir jetzt ankommt, also der Guardianum, der bildet sich ja von mir ausgehend. Das heißt, diese Kuppel breitet sich dann immer weiter aus bis zu diesem vorgeschriebenen Radius, also 3 Schritt um den Magier herum. Und da möchte ich jetzt mal sehen, ob dort irgendwelche dämonischen Präsenzen weggeschoben werden. Wenn ja, sitzt die in dieser Frau selber drinnen oder ist sie nur angeheftet und wird dann weggeschoben? Ja, dann ist das eine sinnschärfe Probe auf Sicht eigentlich, ja. Möchtest du eine Magiekundeprobe als Hilfstalent haben? Das darfst du mir anbieten, ja, weil du weißt ja schon, warum du den Guardianum wirkst. So. Meine das sieht doch ganz gut aus. Meiner Lesart nicht werden, nach werden Dämonen, die drin sind, nicht rausgeschoben. Abelmir, wusstest du, dass Rafim Kinder umbringt? Er hat seinen Bruder getötet, als er fiel. Ach Quatsch. Verschwindet. Abelmir, hörst du es auch? Ja. Kann ich dich um einen Odem bitten, ob Dämonen im Umfeld sind? Sicherlich, ich glaube, das ist eine gute Idee. Odem Arcanum Sensorei bietet hier einen Hauch von Zauberei. Sichtbereich, doch, hier ist Sichtbereich, ist oder? So, ne? Ja, plus 3 mindestens noch. Die Umgebung, Entschuldigung, ist das plus 7. Ich drehe mich also im Kreis und schaue mich um nach
magischen, speziell dämonischen Präsenzen. Du siehst eine Kreatur, die sich gerade im Türrahmen befindet und gerade wieder zurück in das Haus geht. Sie ist ungefähr 2 Meter groß, schwindeldürr. Fast nur ein Schatten, eine fließende Kreatur, die gerade wieder den Schirm von Isarun betrachtet, mustert, umstreicht und gerade mit so ein paar Krallen darüber fährt, kratzt. Isarun kann auch kurz sehen, wie an der Stelle, wo Abel mir gerade wieder nach drinnen guckt, der Schirm so ein bisschen flackert. Auch du nimmst wahr, dass hier irgendwas an dem Schild stören will. Kann ich probieren, über Magiekunde, Spezialisierung, Dämonologie, dieses Wesen zu erkennen? Ja. Ich hatte gesagt, um einen Dämon zu erkennen, Beschwörung plus Beherrschung halbiert. 9 halbe sind 5. Und dann plus 5. Kommt dann vermutlich auch wieder, wenn ich Leta weggeschoben habe, Tür hinter mir zumachen und in den Raum treten. Kann ich das auch machen? Kannst du das? Ich meine, allein von dem Effekt her, ja, ne? Klar. Du hast zwar keinen eigenen Odem, aber boah, schon schwer, jetzt ihn nicht zu sehen, aber dann... Na gut, also ich weiß ja zumindest, dass es körperlose Dämonen gibt und dass man die halt von deren Effekten abbestimmen kann. Definitiv körperlos. Und das wird jetzt wohl irgendwas aus der Domäne Leugramoth sein. Du siehst auch nichts, was aussieht wie ein Horn, also wird es irgendwas Niederes sein. Irgendwas Kleines, weil Hörner manifestieren sich sicherlich auch irgendwo. Entweder du beschwörst diese Dinger irgendwo rein, aber du streifst auch mit deinem Blick so ein bisschen an den Stühlen vorbei, an den Objekten, an den Schränken. Also es ist nicht in das Haus gebunden, es ist irgendwas Mobiles. Sehe ich mehr, weil ich hier wirklich in einer Astralsphäre sehe? Den Sämann von Zwietracht, Yel Arizel, den Flüsterer. Also, das erste Mal, dass du ihn erkennst, aber zusammen mit deiner Magiekundeprobe wirst du schon in verbotenen Büchern davon gelesen haben. Sicherlich irgendwas aus Al-Anfa. Eine Heimsuchung des Rastlosen. Hütet euch, ihr seht Zwietracht und Nard, die Narren. Er schürt Unfrieden. Hört nicht auf ihn. Hatte ich in der Tat nicht vor. Was machen wir dagegen? Wir sollten ihn zurück in seine Sphäre schicken. Das ist nur so ein niederes Wesen.